Ja, vielen Dank, Frau zur Mühlen, für diese nette Begrüßung. Ich freue mich jetzt, dass ich hier das erste Panel moderieren darf und ich darf die Teilnehmer sozusagen sukzessive auf die Bühne bitten, während ich sie Ihnen auch vorstelle. Ja, ich beginne mit Herrn Marco Wanderwitz. Er ist seit dem 14. März 2018 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Er leitet die Sitzungen der Baulandkommission, da wurde schon angesprochen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Hans-Joachim Grote mitdiskutiert. Er ist seit Juni 2017 Innenminister des Landes Schleswig-Holstein. Zuvor war er Oberbürgermeister der Stadt Norderstedt. Herzlich willkommen. Frau Tausend, schön, dass Sie heute mit uns diskutieren. Sie sind seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und seit April 2018 ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Darüber hinaus sind auch Sie Mitglied der Baulandkommission. Herzlich willkommen. Ja, und ich begrüße Markus Lewe. Er ist seit 2009 Oberbürgermeister der Stadt Münster. Darüber hinaus war er von Anfang 2018 bis Juni 2009 Präsident des Deutschen Städtetages, sozusagen mein Nachfolger damals, lieber Markus. Derzeit ist er turnusmäßig Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Herzlich willkommen. Tja, und schließlich begrüße ich für die Immobilienwirtschaft Herrn Kruno Krepulja. Er ist seit 2017 Vorsitzender des Vorstands der Instone Real Estate Group AG und zusätzlich dazu ist er stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss Wohnen des ZIAS. Ja, ich freue mich, dass wir sozusagen zu Beginn des TDIs jetzt auf diesem Panel zu dem höchst relevanten Thema diskutieren, wie gelingt eine ganzheitliche und bezahlbare Stadtentwicklung und dass wir solch ausgewiesene Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen hier am Tisch versammelt haben, was garantiert, dass wir auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren würden und ich hoffe, dass das für Sie auch die Diskussion spannend macht. Ja, und so geht meine erste Frage an Sie, Herr Staatssekretär Wanderwitz. Sie verfolgen ja im Innen- und Bauministerium als zentrales politisches Ziel den Wohnungsneubau. Nun haben wir ja alle lesen können, dass die aktuellen Zahlen der Baugenehmigungen, aber vor allem auch der Baufertigstellungen dieses Jahr im Verhältnis zum Vorjahr zurückgegangen sind. Deswegen, wie schaffen wir hier die Trendwende? Bitte schön. Ja, ich glaube, man muss sich die Zahlen genau anschauen und da sieht man Licht und Schatten. Ich will mit dem Licht beginnen, nämlich, dass wir vor allen Dingen in den großen Städten, in den A-Städten 10% mehr Fertigstellungen hatten als im Vorjahr. Das ist der positive Teil, der uns auch sehr freut. Weniger positiv ist vor allen Dingen, dass der Überhang wieder weiter aufgewachsen ist. Wir haben mittlerweile rund 700.000 Baugenehmigungen überhängen. Und diese vor allen Dingen abzubauen, ist ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen schauen wir da sehr genau hin, woran es hängt, dass es diesen Überhang gibt. Und dann haben wir natürlich uns im Wohngipfel, Ihr Präsident hat es schon angesprochen, lieber Herr Martner, viel vorgenommen gemeinsam. Und das arbeiten wir jetzt auch jeder an der Stelle, wo er oder sie hingestellt worden ist, seitdem, glaube ich, ganz konsequent ab. Und diese Maßnahmen, die wir da eingeleitet haben und die wir noch in der Bearbeitung haben, die werden uns schon auf den richtigen Weg bringen. Ja, das hoffen wir alle auch, weil bauen, bauen, bauen ist ja die Devise, wie wir das eben gehört haben. Frau Tausend, es geht um bezahlbares Wohnen. Sie sagen, die Verlängerung der Mietpreisbremse ist nicht ausreichend, um auf den Mietpreisanstieg adäquat zu reagieren, damit das Wohnen bezahlbar bleibt. Es war klar, dass ich die Frage stellen würde. Es wurde ja jetzt auch schon hier das Publikum befragt. Wie ist da Ihre Lösung? Brauchen wir einen Mietendeckel? Und das Ergebnis der Befragung hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Und
es wird Sie auch nicht überraschen, es wäre vielleicht bei 0,01% Ja gelandet, wenn ich Stimmrecht gehabt hätte. Aber Scherz beiseite. Es geht nicht nur um Bauen, 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 sondern es geht uns als Sozialdemokratie auch um bezahlbares Wohnen. Wir begrüßen zwar jede Wohnung, aber wenn sie bezahlbar ist für Durchschnittsverdiener, ist es uns noch sympathischer. Und es geht um die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum, denn jede Wohnung, die nicht verlassen werden muss, wo keine Verdrängung stattfindet, erfordert einen Neubau weniger. Deswegen haben wir das Thema, und jetzt bin ich bei der Bundespartei, Mietenstopp in den Raum gestellt. Mietenstopp heißt im Kern eine Absenkung der Kappungsgrenze von 10% in 5 Jahren, befristet, um einfach die Dynamik, die derzeit sehr, sehr stark ist, herauszunehmen. Die Berliner Debatte, auf die hat Dr. Mattner ja hingewiesen, und viele von Ihnen kennen Berlin ja sehr gut, weil sie hier leben oder weil sie das aus der Presse betrachten, geht weit über das hinaus, was die Bundespartei vorschlägt. Da wird jetzt ein Gesetzentwurf weiter bearbeitet werden. Ich kenne die Details noch nicht. Ich glaube, sie sind auch noch nicht alle bekannt. Mit einer festen Obergrenze, aber auch nochmal mit einem Eingriff in die Modernisierungsumlage. Da sehe ich eindeutig den Bundesgesetzgeber verantwortlich und nicht den Landesgesetzgeber. Da werden wir im August mehr wissen. Aber die klare Haltung der Bundespartei ist Mietendeckel im Sinne einer Absenkung der Kappungsgrenze befristet für die nächsten 5 Jahre. Das würden wir vertreten, um tatsächlich bezahlbaren Wohnraum auch zu erhalten. Und Sie durften heute alle hier erstmal über den Platz gehen und haben gesehen, die ersten Mieterdemonstranten haben sich hier schon angesiedelt, um ins Gespräch mit uns zu kommen. Ja, danke schön. Ich darf Herrn Lewe befragen. Er ist ja nicht nur Städtetagspräsident, sondern auch Oberbürgermeister der Stadt Münster. Wenn wir über bezahlbares Wohnen, über Wohnungsknappheit sprechen, ist das eigentlich nur ein Thema für die großen Metropolen, für die A-Städte oder eben auch für Städte wie Münster? Wie sieht die Situation hier vor Ort aus? Also überall da, wo sogenannte Schwarmstädte sind, das sind häufig auch die Universitätsstädte, da gibt es erhebliche Zuzüge, und das drehte so Anfang der 2010er Jahre mit einem deutlichen Zuwachs. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren ein Wachstum von 10% in unserer Stadt gehabt, einen Bevölkerungszuwachs, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Stadt attraktiv ist auf der einen Seite, aber auch dringend Konzepte erforderlich sind. Und das sind nie Einzelmaßnahmen, sondern das ist immer ein ganzes Bündel, das ist ein Handlungskonzept Wohnen, was wir erstellt haben, was aus mehreren Säulen besteht. Natürlich Planungswerkstätten zu bilden, Gebiete zu indizieren, mit denen man, auf denen man neu bauen kann. Dazu gehört auch die Frage der Durchmischung. Wir sorgen immer dafür, dass wir die Gebiete vernünftig durchmischt haben, damit diese urbane Qualität auch erhalten bleibt. Dazu gehört immer auch Diversität, immer auch eine gewisse soziale Hitze. Das ist eigentlich so die Kernvorstellung auch einer Stadt als europäisches Kulturgut. Aber dazu gehört eben auch, dass wir die Wohnsituation für einkommensschwache Menschen, Haushalte, aber auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, dass wir die verbessern wollen. Dafür haben wir eine sozialgerechte Bodenordnung erlassen, wonach wir uns als Stadt dann erlauben, wieder kräftig auch in den Liegenschaftsmarkt einzusteigen. Wir kaufen gerade kräftig Grundstücke ein und haben Regelungen getroffen, mit denen wir Teile dann selber erwerben zum Verkehrswert, und 50% im Außenbereich wird dann von dem Investor oder Eigentümer bebaut, wird mittlerweile erstaunlich gut akzeptiert, und die ersten Erfolge lassen sich durchaus schon erkennbar zeigen. Dankeschön. Die Anpassung des Bauordnungsrechts und auch der Landesbauordnung wird ja vielfach gefordert. Das wird auch oft als Hemmnis gesehen, die unterschiedlichen Landesbauordnungen für die schnelle Schaffung von Wohnraum. Herr Grote, als Landespolitiker, was wollen Sie als zuständiger Minister hier in die Wege leiten, oder was haben Sie schon getan in Schleswig-Holstein? Naja, also dieses Thema wird ja auf der Ebene der Bauministerkonferenz momentan permanent diskutiert, eine Vereinheitlichung der Landesbauordnung. Sicherlich, und das ist, glaube ich, eine vernünftige Grundlage, zu sagen, wir schaffen einen gemeinsamen Sockel, der in allen Bundesländern identisch ist, der aber die lagetypischen Bestandteile, nehmen wir also das Thema Schneelasten in Bayern, wird ein anderes Thema als bei mir in Schleswig-Holstein sein. Und diese Besonderheiten und umgekehrt das Strohdach, was bei uns geprägt ist im Bau, wird nicht unbedingt an jeder anderen Stelle im Lande ebenfalls fortgesetzt sein. Also dass wir von einem Sockel einer Landesbauordnung ausgehen, der dann
entsprechend dem föderalstaatlichen System landesspezifisch aufgefüllt wird. Wir sind dabei, ich glaube, das sind aber die Bausteine, die ganz viele angehen, das Thema höhere Ausnutzung, Dachgeschossausbau ohne Aufzugspflicht, andere Baustoffe, Thema Holzbauweise ist ein zentrales Thema, Abstandsregelungen, Innenhofbebauungen, Hinterbebauung, also das Thema Nachverdichtung. Und ich glaube, auf die Kommunen kommt gerade ein wichtiges Thema vor. Wir haben es vorhin aus Münster gehört, die Schaffung neuer Flächen. Und da gibt es eben die Bausteine, was kann ich neu erschließen als Landes-, als Bundesflächen, die da sind. Aber auch das Thema Flächenrecycling ist bei uns eins. Nun ist Schleswig-Holstein mit einem hohen ländlichen Anteil, 97% des Landes sind ländlicher Raum. Das heißt, wir dürfen bei allen Planungen zur Landesbauordnung uns nicht nur auf die urbanen Bereiche konzentrieren, sondern müssen auch die ländlichen Zentralorte mitnehmen. Und das sind sicherlich andere Anforderungen, auch an den Bedarf Wohnungsbau zu stellen. Also ich glaube, die Individualität eines jeden Landes sollten wir uns erhalten. Das macht eigentlich auch das Leben in Deutschland in den verschiedenen Regionen so interessant. Aber einen gemeinsamen Sockel zu finden, auf den wir diese Individualität aufbauen, das ist, glaube ich, die Basis, in der wir in der Bauministerkonferenz derzeit diskutieren. Ich glaube, ein sehr auch nachvollziehbarer Weg. Aus Sicht der Immobilienwirtschaft wird oftmals folgender Zusammenhang formuliert. Je mehr Regulierung, desto weniger Wohnungswachstum. Wie können Sie aus Sicht der Immobilienwirtschaft Planungsprozesse beschleunigen, schneller bauen und trotzdem eine qualitätvolle Stadtentwicklung befördern? Ich denke, dass bezahlbarer Wohnraum oder kostengünstiger Wohnraum, dass es nicht eine pauschale Lösung gibt, sondern viele, viele Elemente zusammenspielen. Ich möchte, die Immobilienbranche baut derzeit Prototypen, Unikate, ja, Prototypen, die nie in Serie kommen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir unterschiedliche Landesbauordnungen haben, dass wir unterschiedliche städtische Satzungen haben, Stellplatzsatzungen etc. etc. Führt dazu, dass wir gezwungen sind, Prototypen zu bauen. Und jeder, der in der Industrie arbeitet, weiß, dass Prototypenbau immer eine individuelle Planung bedarf, entsprechend viele Kapazitäten frisst. Und hier gilt es gerade beim kostengünstigen Wohnraum anzusetzen, ja, indem man synchronisiert, so gut es geht. Ich denke auch, dass man grundsätzlich, was einige Städte ja schon vorleben, auf Stellplatzpflichten verzichtet. Und das sind Elemente, die werden dazu führen, dass wir synchronisiert, skaliert bauen können. Es wird die Digitalisierung fördern. Und das ist der Weg, meines Erachtens nach, der gerade im bezahlbaren Bereich helfen wird und der auch der richtige ist. Und ich rede jetzt nicht über Platte 2.0. Ja. Nach den letzten Wochen der politischen Diskussion könnte man durchaus glauben, dass es wieder in diese Richtung geht. Sondern ich glaube auch, dass man in der Wertschöpfung, die man daraus generieren kann, das heißt die Kosteneinsparung gezielt in Qualität im Außenbereich reinvestieren kann. Und ich finde auch, dass es kein Konflikt ist, Unikate, die wir nach wie vor immer bauen werden, mit seriellen Gebäuden zu kombinieren. Ich denke, dadurch entstehen nach wie vor attraktive Stadtteile. Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie zu einem Thema befragen, nämlich ein Thema, was ja längst auch Andreas Mattner hat es gesagt, als limitierender Faktor in dem Wunsch, schnell, möglichst schnell zu bauen, identifiziert ist, nämlich fehlendes Bauland. Dafür gibt es ja die Expertenkommission Bauland. Und da sind ja auch die Teilnehmer hier am Podium zum Teil mit dabei. Der Städtetag ist Mitglied der Baulandkommission. Wie sind, lieber Markus, denn die Vorschläge des Städtetags zur Baulandmobilisierung? Also es ist hier so, dass wir übrigens erstmal sehr dankbar sind dafür, Andreas Mattner, dass wir diesen Dialog gemeinsam führen. Das ist auch wichtig, denn alle Akteure, die damit zu tun haben, auch und gerade die Bauwirtschaft, spielt hier Immobilienwirtschaft eine erhebliche Rolle. Und das geht tatsächlich nur im Miteinander, weil zur Geschichte der Städte immer gehört, dass es private Investoren gab, öffentliche, im Mittelalter die Kirchen noch, und das wird auch weiter nur so in diesem Miteinander funktionieren. Aber wir müssen natürlich an der einen oder anderen Stelle Disbalancen feststellen zwischen der gemeinwohlorientierten und der handelsorientierten Nutzung von Flächen. Dazu gehören zum Beispiel solche Aspekte, dass wir oft baureife Grundstücke haben, es liegen Baugenehmigungen vor und die liegen dann über Monate hinweg ungenutzt da.
und am Ende des Tages werden die dann weitergegeben und werden dann mit einem Aufschlag von 50% bebaut. Das ist eine Sache, die wir als Städte nicht gerne sehen, und da erwarten wir auch, dass entsprechende Voraussetzungen im Baugesetzbuch geschaffen werden, dass sowas in Zukunft verhindert wird, also Spekulation eben verhindert wird und möglichst schnell auch gebaut wird. An einer Stelle erlaube ich mir nochmal, das zu bestärken, was ich gerade nochmal gehört habe, zu der Frage der Regionalität. Ich glaube, dass wir unsere Städte weiterdenken müssen. Der urbane Raum unserer Städte endet nicht in den Stadtgrenzen, die irgendwann mal durch die Politik festgelegt wurde, sondern der urbane Raum hat sich deutlich erweitert. Teilweise in Radien von 20, 30, 40 Kilometern. Und da ist aus meiner Sicht ganz entscheidend auch die Kommission Gleichwertigkeit Lebensverhältnisse. Ich hoffe, dass sie nicht den Saft verliert. Denn ein ganz wichtiger Bestandteil dabei sind schnelle Verkehrsverbindungen, und zwar Nahverkehrsverbindungen. Und nicht den Gammel, den wir teilweise durch die Bahn erleben, wo die Leute dann doch am Ende in Staus stehen und Lebenszeit verbringen. Ich glaube, das Thema Schienenpersonennahverkehr ist einer der ganz, ganz wesentlichen Lösungsansätze, wie wir auch den Druck von den Kernstädten wegnehmen wollen. Weil es sind nicht nur die Leute, die unbedingt in den Innenstädten wohnen wollen. Aber es sind etliche, die schnell aus den Außenbereichen in die Innenstadt reinkommen wollen. Das ist eine Win-Win-Situation, und die muss man meines Erachtens viel intensiver anpacken. Und dann kann man auch über vernünftige Verkehrslösungen in den Städten sprechen. Sie können erkennen, die Konnexität ist an der Stelle sehr eng, und da predigen wir seit Monaten und Jahren beim Deutschen Städtetag auch an den unterschiedlichen Kanzeln. Ja, Baulandmobilisierung eben entlang der S-Bahn-Strecken, der Verkehrswege, ganz, ganz wichtig. Ich habe es schon gesagt, Frau Tausen, Sie sind auch Mitglied der Baulandkommission. Wie haben Sie denn die Sitzungen erlebt? Was war für Sie wichtig, vielleicht auch überraschend? Also die Baulandkommission, glaube ich, war jetzt eine sehr, sehr wichtige Gesprächsgrundlage für das Gesetzgebungsverfahren, das wir im Herbst einleiten werden. Wir werden auch wohl zum Abschluss kommen, Herr Kollege Wanderwitz, am Montag mit einem sehr umfassenden Bericht, der sehr viele Punkte aufgreift dessen, was diskutiert worden ist. Wir waren 40 Menschen, sehr, sehr unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Zielsetzungen. Und ich glaube, dass uns wirklich eine gute Gesprächsgrundlage gelungen ist. Wir haben ja ausgemacht, dass wir uns heute noch nicht so tief in die Karten schauen lassen. Deswegen kann ich es jetzt gar nicht präzisieren, außer dass wir, glaube ich, ein Paket haben für Kommunen, für Länder, aber natürlich auch die Selbstverpflichtung des Bundes, um hier tatsächlich mehr Bauland bereitzustellen, aber eben auch bezahlbar bereitzustellen. Überraschend war für mich in dem Sinn nicht wirklich etwas, sondern es war eine gute, konstruktive, sehr intensive Atmosphäre. Und ich glaube, wir haben gegenseitig viel voneinander gelernt und kommen, wie gesagt, zu einem guten Ergebnis. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Am Montag gibt es sozusagen eine Zäsur, eine abschließende Sitzung. Werden da nur Empfehlungen ausgesprochen oder auf was kann man sich einstellen? Wie kommen dann die PS auf die Straße? Wie soll das dann konkret umgesetzt werden? Denn es wird ja auch, oder die Erwartung ist da, dass jetzt wirklich schnell was passiert. Ja, also die Empfehlungen richten sich natürlich an diejenigen, die sie umsetzen müssen. Das sind zum einen wir als Bundesgesetzgeber, zum anderen sind es die Länder und es sind natürlich auch die Kommunen selbst. Und das ist so ähnlich wie beim Wohngipfel. Im Nachgang müsste es dann eben schnell gehen. Und wir für unseren Teil bereiten deswegen auch schon parallel beispielsweise eine Novelle des Baugesetzbuches vor, in der sich auch noch ein paar Themen, die über das Thema Bauland hinausgehen, finden werden, aber vor allen Dingen eben auch Themen, die das Thema Baulandbereitstellung betreffen. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass wir da dieses Jahr dann auch flott ins Gesetzgebungsvorhaben reinkommen. Ich möchte allerdings an der Stelle auch noch das aufgreifen, was Oberbürgermeister Lewe gesagt hat, nämlich auch die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, in der ja immerhin mal 6 Bundesminister und 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und die kommunalen Spitzenverbände miteinander hocken, ist für mich, für uns als Bundesbauministerium Teil der Lösung Wohnen. Im Sinne von, wir haben natürlich auch viel Leerstand im Land. Und wenn man sich mal anschaut, dass hinter den 87%, die da vielleicht irgendwann mal in Städten wohnen, und 77%, die es jetzt sind, eben nicht nur Großstädte sind, sondern auch viele Klein- und Mittelstädte, und wir dort teilweise viel Leerstand haben, ist natürlich auch ein Teil der Lösung. Davon ist wiederum ein Teil das Thema Mobilität, dass wir dort wieder Nutzung hinbekommen, dass wir dort wieder Menschen auch dazu bekommen, dass sie sagen, ich gehe da vielleicht gezielt wieder hin. Also insofern bauen in den Regionen, wo wir Bedarfe haben, aber mit gleicher Kraft das Thema entgegenstemmen gegen eine ungehemmte Urbanisierung.
Da darf applaudiert werden. Herr Krepulja, der ZIA, aber auch die Immobilienwirtschaft war ja auch am Bauland-Expertengipfel dabei und in der Kommission vertreten. Was sind denn die Wünsche der Branche an die Ergebnisse oder an die Politik? Ich denke, dass wir uns eine Baulandoffensive ganz klar wünschen, nicht nur in den Stadtgebieten, sondern natürlich auch in den Metropolregionen, weil das das einzige ist oder eins der wesentlichen Mittel ist, um die massiv gestiegenen Grundstückspreise wieder einzudämmen, die uns natürlich auch beschäftigen als Branche. Zudem bin ich auch überzeugt davon, dass wir auch mehr Konzeptvergaben uns auch als Branche wünschen, wo es nicht nur um den reinen Preis geht, sondern um eine Kombination aus Preis, Nutzungen etc. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass nicht nur über Baulandschaffung nachgedacht wird, sondern auch der Mut besteht, darüber nachzudenken, wo kann ich Geschossigkeiten wirklich erhöhen, weil eine Etage, die ich oberirdisch mehr baue, ist die günstigste baubare Wohnfläche überhaupt. Ich brauche keine zusätzliche Planung, ich habe das Grundstück bereits. Und ich kann auch darüber nachdenken, ob ich bereits in bestehenden Baugebieten, ja, wo ich Baurecht habe, unter Umständen Ausnahmeregelungen schaffe, wenn sich der Investor verpflichtet, den Wohnraum bezahlbar zur Verfügung zu stellen. Warum denkt man darüber nicht nach? Ich würde auch weitergehen und auch über die Hochhausgrenze nachdenken, die ja sich an die Berliner Traufe orientiert, dann irgendwann nach den Drehleitern der Feuerwehr. Und mir geht es hier gar nicht darum, dass wir irgendwelche Unsicherheiten eingehen, sondern darüber nachdenken, wie wir die Ressource nutzen und insbesondere auch zusätzlichen kostengünstigen Wohnraum schaffen. Bei dem Thema Baulandmobilisierung sind ja alle Ebenen gefragt. Der Bund, die Kommunen, haben wir gehört, auf der Länderebene. Herr Grote, verfolgen ja die einzelnen Bundesländer zum Teil sehr unterschiedliche Ansätze. Flächenpool in Nordrhein-Westfalen, ein Amt zur Freistellung von Flächen in Sachsen-Anhalt. Was ist Ihr Weg in Schleswig-Holstein? Wir sind gerade dabei, einen neuen Landesentwicklungsplan aufzustellen und daraus die Regionalpläne abzuleiten. Und ein Landesentwicklungsplan 2030 hieße bei uns, wir müssten ja eigentlich auch wissen, welche Bedarfe dann 2030 eigentlich bestehen. Und derjenige, der von uns in die Zukunft blicken kann, der hätte gewonnen, konjunktiv. Deswegen ist für mich, bei unserem Landesentwicklungsplan sind drei Bausteine das Entscheidende. Das erste ist, Denken in neuen Räumen. Das, was Herr Lewe vorhin angesprochen hat, was ich zu Anfang gesagt habe, in meinem Land sind bei 1106 Gemeinden 59 nur Städte. Und wir werden, glaube ich, in der Zukunft mit dem Thema andere Mobilität, Datenmobilität, Datenautobahnen, auch möglicherweise ganz andere Strukturen in unseren Ländern bekommen. Also da, wo gewohnt wird, wo gelebt wird, muss nicht immer der hoch- und höchstverdichtetste Raum sein, sondern der andere. Und deswegen ist eines der Leitthemen des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein Denken in neuen Räumen. Das zweite wesentlich gestaltende Element ist die sogenannte Experimentierklausel. Ich möchte ganz bewusst weg von den Standardfestsetzungen eines Landesentwicklungsplanes. Hier wird gewohnt, da gibt es Arbeit, da ist Freizeit und dort wird eingekauft. Ich möchte auch das Land ganz anders strukturieren, nämlich dort, wo es innovative Ideen im Land gibt, wollen wir diesen folgen. Und um das zu beschleunigen, gibt es ein Programm Neue Perspektive Wohnen. Wir haben 10 Millionen Euro aufgelegt, sowohl für private Investoren als auch insbesondere für Kommunen. Ich möchte einfach neue, innovative Ideen auch bewusst versuchen, neue Quartiersgedanken auf den Weg zu bringen. Also die zentrale Frage, die wir zum Beispiel einfach mal diskutieren, warum muss eigentlich in jedem Haus unten eine Stellplatzanlage gebaut werden? Für viel Geld kann man nicht den Eigentümer verpflichten und sagen, statt Stellplätze zu bauen, bau doch bitte unten drei Sharing-Plätze und stell drei Autos zur Verfügung. Das ist ein Gedanke und den möchte ich unterstützen und fördern. Und solche Ideen, ich glaube, das wird die Herausforderung der Zukunft sein. Vergangenheit ist nicht eine lineare Fortsetzung der Gegenwart, sondern ich warte auf neue Ideen. Die wollen wir, wie gesagt, mit 10 Millionen sowohl an die Kommunen und als auch Unternehmen fördern. Denken in neuen Räumen, Experimentierklausel und Animation im wahrsten Sinne. Macht was, wir wollen mitspielen. Das sind die Bausteine, wie wir Landesentwicklung in Schleswig-Holstein betreiben.
Ja, viel Erfolg bei diesen innovativen Ansätzen. Lassen Sie mich mit einer Abschlussfrage an alle Diskutanten schließen. Stadtentwicklung und Bauen, da sind ja viele Akteure im Spiel, aber ohne Partizipation und Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger ist das heute überhaupt nicht mehr denkbar und kein Kommunaler, lieber Markus, würde ohne Bürgerbeteiligung ein größeres Quartier entwickeln, eigentlich auch schon keine große Lückenfüllung mehr planen können und entwickeln können in seiner Stadt. Deswegen die Frage an alle: Wie kann ein erfolgreiches Miteinander von Stadtpolitik, Immobilienwirtschaft und der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern erfolgen, ohne, und das ist ja oft die Angst, ohne dadurch Projekte zu verzögern oder gar zu verhindern? Fange ich gerne an. Also ich glaube, wir müssen uns über eins erstmal im Klaren sein. Alles, was wir neu machen oder was auch im Bestand ist, es muss ja immer so sein, dass wir die sozialen Komponenten beachten, aber auch die städtebauliche Qualität. Die Leute müssen stolz auf ihre Viertel sein. Die Leute müssen Viertel haben, wo man auch Herz drin hat. Das sind nicht nur funktionale Kisten, sind Dächer über dem Kopf, sondern es muss lebendig sein. Wenn man das nicht tut, dann läuft man Gefahr, dass dann irgendwann wieder andere Herausforderungen, übrigens auch finanzielle Herausforderungen entstehen, die alle nicht gut sind. Und die Erfahrung haben wir ja alle aus den 60er und 70er Jahren gemacht. Deshalb die Leute zu ihrem Projekt einladen. Wir haben das beispielsweise in unserer Stadt so gemacht, als zwei große Kasernenflächen aufgegeben wurden, nach sehr komplizierten BIMA-Verhandlungen, aber das ist ja Gott sei Dank jetzt deutlich besser geworden. Da haben wir, hatten die Leute natürlich große Sorge, 75 Hektar, was passiert damit? Und ich habe damals gesagt, wir machen nicht das klassische Verfahren, Flächennutzungsverfahren, Bebauungsplanverfahren, wir fragen erstmal die Experten. Und was sind die Experten, hat meine Verwaltung gefragt. Da habe ich gesagt, das sind die Nachbarn. Und wir haben mit hervorragenden Moderatorinnen, Moderatoren, aber auch mit wirklich sehr guten Städtebauern zusammen Foren entwickelt, wo die Bürgerschaft Rahmen geschaffen hat, wie das dann eigentlich mal aussehen soll. Und daraus sind quasi die Bedingungen geworden, die dann auch für die jeweiligen städtebaulichen Wettbewerbe genommen wurden. Und in der Metaebene, das fand ich so spannend, am Anfang Misstrauen, teilweise auch Wut. Da passiert was, was wir gar nicht wollen. Im Verfahren Vertrauen, aber als die Leute dann die Ergebnisse gesehen hatten, war das sowas wie Stolz. Boah, ich kann selber ein Stück meines Stadtteils mitgestalten. Ich bin selber sozusagen Mitplaner. Und das Spannende daran ist, heute, wo das alles fertig ist, gibt es nicht einen Mensch, der sagt, ich will das nicht, sondern die sagen alle, wann fangt ihr endlich an? Und ich finde, dass diese Projekte zu den Projekten der Bürgerinnen und Bürger zu machen, das ist, glaube ich, einer der ganz großen Herausforderungen, im Übrigen auch bei Planungswerkstätten, um Flächen zu schaffen. Und dann ist ja nicht der angeberische Oberbürgermeister aus Münster. Auch wir haben etliche Normenkontrollklagen gegen Bebauungspläne, gibt es auch. Aber das gibt es in jeder Stadt. Aber zu versuchen, die Dinge zu dem Projekt der Bürgerinnen und Bürger zu machen und auch deutlich zu machen, eine wachsende Stadt heißt auch, dass es für alle an der einen oder anderen Stelle etwas enger wird. Das muss man ehrlicherweise auch so kommunizieren, sonst ist das nicht ehrlich. Ich bin um diese Abschlussfrage sehr dankbar, weil sie auf einen wesentlichen Punkt hinweist. Ich war vor meiner Zeit im Bundestag 18 Jahre Planungsausschussmitglied, die letzten Jahre Planungssprecherin in München. Und wir haben heute kein Bauvorhaben mehr, gegen das sich keine Bürgerinitiative gründet oder gegen das geklagt wird bis zur letzten Instanz. Und insofern stellt sich gerade in sehr dicht bebauten Ballungsräumen die Frage, wie gehe ich mit den Bürgern um? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man den Bürgern etwas anbieten muss. Sie haben das Thema Wohnumfeldverbesserung angesprochen. Ich konkretisiere das nochmal. Die Akzeptanz steigt drastisch, wenn zum Beispiel die Grünfläche verbessert wird, wenn Kinderspielplätze gebaut werden, wenn noch Platz für den Bolzplatz ist, wenn zumindest die soziale Infrastruktur gesichert ist und das A und O ist, wenn der Verkehr bewältigt werden kann. Wenn Sie also den Nachbarn was anbieten können im Sinne einer Verbesserung, ist die Bereitschaft größer mitzugehen. Aber insgesamt glaube ich, gehört zum Thema, Herr Kollege Wanderwitz, Bauüberhang, 700.000 Baugenehmigungen, die nicht verwirklicht werden, wirklich drei Punkte. Das eine ist die Hochkonjunktur in der Baubranche. Wir bekommen in München keine Handwerker mehr. Das zweite ist Spekulation. Wir haben in München Baugebiete, Baurechte, die sind 3-4 Mal verkauft worden. Das sind Tausende mittlerweile. Und das dritte ist tatsächlich die mangelnde Akzeptanz durch die Nachbarschaften. Und ich glaube, Sie haben einen Weg aufgezeigt. Ich sage auch, bieten Sie den Nachbarn was an, dann wird der Widerstand geringer oder lässt sich tatsächlich in den Griff bekommen. Ja, wir denken alle immer äußerst altruistisch. Auch bei Veranstaltungen wie hier wird also mit viel Altruismus gearbeitet. Aber die Erfahrung nun aus fast 20 Jahren als Oberbürgermeister,
Ein hohes Maß an Egoismus steckt in ganz vielen Menschen. Die berühmte Frage, und was wird aus mir und was habe ich davon, meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Menschen für sich erkennen, dass eine Stadtentwicklung nicht nur zum Wohle der Allgemeinheit zu Nutzen bringt, sondern auch für sie persönlich etwas, dann ist man auch mal sehr schnell auf der Seite. Mobilität, Nachbarschaft, Konnektivität, Lebensqualität sind Fragen, wenn die Menschen erkennen, dass sich dort etwas verbessert. Wenn die Frage zum Beispiel nach neuen Perspektiven arbeiten von zu Hause aus ihnen mit einer Überarbeitung möglich wird. Wenn die Frage Lebenslagenlösungen, wie kann ich meiner Situation im Alter gerechter werden, gibt es Angebote da, wird es eine ganz andere Bereitschaft sein, eine Entscheidung mitzutragen. Für ein Land ist es natürlich immer schwierig, denn eins wissen wir, die Planungshoheit und die letztendliche Entscheidung liegt bei der jeweiligen Kommune. Es ist sehr schwierig, dort abstrakte Vorschläge zu machen. Ich sehe immer nur in der Individualität und zwar noch nicht mal für eine ganze Stadt, das hat der Lebe vorhin angesprochen, sondern für ein Quartier. Und wenn wir dort Antworten darauf finden und was habe ich davon und was hilft es mir, dann werden die Menschen mitmachen. Ja, ich kann relativ kurz antworten, es baut ja aufeinander auf ein Stück weit. Wir denken insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung, wo es ja jetzt gerade gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen auch an die Weiterentwicklung geht, zunehmend auch ein Stück weit ressortübergreifend, also sprich über uns als Bauministerium hinaus, haben dort seit 2016 beispielsweise mit dem Justizministerium, wo es um Verbraucherschutz geht, um mal ein Thema zu nennen, ressortübergreifende Zusammenarbeiten aufgemacht, um eben einfach über das Thema ich wohne dort hinaus die weiteren Bedürfnisse der Menschen aufzugreifen. Das ist das eine, was ich zufügen möchte. Und zum anderen hatte ja Herr Minister Grote vorhin schon mal von Experimentierklauseln gesprochen im Zuge der Planung der Landesentwicklung. Ich glaube, und wir sind da im guten Gespräch mit dem Bundesumweltministerium, dass wir im Bereich Experimentierklauseln auch was beispielsweise das Thema Lärm und das Thema Geruchsemissionen betrifft, vorankommen müssen. Wenn Menschen sich entscheiden, dass sie in einer Konstellation leben möchten, die beispielsweise etwas näher an einer landwirtschaftlichen Emission ist, dann sollten wir ihnen das in gewissem mehr als bisher auch ermöglichen, dass sie das tun. Ich glaube, das ist alles viel zu starr, was wir da derzeit haben. Und man muss es eben mit den Menschen gemeinsam machen. Und wenn sich am Ende des Tages jemand findet, der sagt, in dieser Konstellation möchte ich gern leben, weil ich es eben ein bisschen ländlicher beispielsweise habe, dann sollten wir da viel mehr ermöglichen als bisher und die Leute mitnehmen. Die Immobilienwirtschaft hat das letzte Wort. Vielen Dank. Ja, wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Bebauungsplanverfahren begleitet, bearbeiten derzeit 10 Bebauungsplanverfahren und es ist uns auch gelungen, in der Vergangenheit in Großstädten Bebauungsplanverfahren innerhalb von 2 Jahren umzusetzen, sogar wie hier in Berlin. Aber es gibt auch Projekte, die deutlich länger dauern. Und ich denke, wenn man die Erfolgskomponenten mal zusammenfasst, dann sind das eigentlich immer die gleichen. Ja. Das heißt, ein Team, was gemeinsam an einem Strang zieht, das Miteinander, auch der ZIA-Veranstaltung heute ist ein wichtiges Element, dass da auch ein klarer politischer Wille da ist, wirklich auch ein Bebauungsplanverfahren umzusetzen. Natürlich, Bürgerbeteiligung ist ein elementares Thema, frühzeitig. Und wir müssen natürlich auch akzeptieren, dass wir nicht alle Partikularinteressen abbilden können in so einem Verfahren. Und das muss einem auch klar sein. Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist vorbei. Ich sehe das hier auf dem Screen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den Diskutanten, Frau Tausend, bei Ihnen als Diskutantin für die anregende Diskussion. Und ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, aber ich finde, wir sind dem Motto des Tages sehr, sage ich mal, haben dem sehr entsprochen, nämlich miteinander statt gegeneinander. Ich glaube, uns eint ja im Grunde der gemeinsame Wunsch, möglichst bezahlbar zu bauen und dabei eine gute Stadtentwicklung nach vorne zu bringen. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen.